Ich möchte Ihnen nun eine Geschichte über Lüge und Wahrheit erzählen. Manchmal scheint es ja einfacher zu sein, zu lügen. Aber es scheint nur so. Zwei Edelleute, deren Güter aneinander stießen, lebten zusammen in guter Nachbarschaft. Es verging kaum ein Tag, ohne dass einer den anderen besuchte. Einst saßen sie wieder beisammen und sprachen von diesem und von jenem. Ach, klagte der eine, die Welt wird immer schlechter. Auf meine Leute ist überhaupt kein Verlass mehr. Sie belügen und betrügen mich alle von vorne und von hinten. Wie kannst du so etwas sagen, erwiderte der andere. Es gibt so viele brave und ehrliche Menschen. Die darfst du doch nicht mit den paar Liederjahren in einen Topf werfen. Ehrliche Menschen? Ereiferte sich der Erste. Ich habe unter meinem Gesinde keinen. Oder kannst du mir von deinen Leuten einen nennen, für den du die Hand ins Feuer legen würdest? Gewiss. Johann, mein Schäfer, ist ein grundanständiger junger Mann, der noch niemals eine Lüge über die Lippen gebracht hat. Gut. So wette ich mit dir um 1000 Taler, dass er dich morgen noch belügen und betrügen wird. Sein Nachbar nahm die Wette an. Nun hatte der Schäfer einen stattlichen bunten Bock in der Herde, der seinem Herrn besonders gut gefiel. Und immer wenn Johann am Abend mit den Schafen heimkam, entspann sich zwischen ihm und dem Edelmann folgendes Gespräch. Guten Abend, Herr. Guten Abend, Johann. Was macht der bunte Bock? Oh, der ist gut dran. Fraß Gras und Kraut, hat's wieder gekaut und freut sich, dass er nun schlafen gehen kann. Dies wusste der Edelmann, der seinem Nachbarn die Wette angeboten hatte, und gedachte es sich zunutze zu machen. Er fuhr heim und rief seine Köchin, die eine schmucke junge Person war. Höre, Lene, versuch doch vom Schäfer unseres Nachbarn den bunten Bock zu bekommen. Ich gebe dir 10 Taler, wenn es dir gelingt, und den Bock darfst du auch behalten. Dieser Auftrag kam dem Mädchen sehr gelegen, denn sie und Johann waren sich schon seit langem gut. Aber ans Heiraten konnten sie nicht denken, ehe sie nicht genug gespart hatten, um einen eigenen Hausstand zu gründen. So ging das Mädchen fröhlich auf die Weide, und auch Johann freute sich sehr, als er sie kommen sah. Johann, sagte Lene nach der Begrüßung, würdest du mir einen Gefallen tun? Aber von Herzen gern, erwiderte der junge Schäfer. Dann schenk mir doch bitte den bunten Bock. Ich möchte ihn für mein Leben gern haben. Johann wurde blass vor Schreck. Den bunten Bock, stammelte er, aber der ist doch nicht mein. Verlange von meinem Eigentum, was du willst, und du sollst es haben, aber was meinem Herrn gehört, kann ich doch nicht verschenken. Da erzählte Lene ihm, dass ihr Herr ihr 10 Taler für den Bock geboten habe, und das sei doch genau die Summe, die ihnen noch fehle, um heiraten zu können. Aber Johann schüttelte nur traurig den Kopf. Das kann man doch nicht machen. Man kann schon, rief Lene, aber du willst nicht. Und nun sehe ich, dass dir nichts an mir liegt. Ein Wort gab das andere, bis das Mädchen zu weinen anfing, davonlief und dem Burschen zurief, sie wolle nie wieder etwas mit ihm zu tun haben. Da holte Johann sie mit 3 langen Schritten ein, gab ihr einen Kuss und schenkte ihr den bunten Bock. Als das Mädchen mit dem Tier davongegangen war, dachte Johann, und was nun? Wenn der Herr dich heute Abend nach dem Bock fragt, was wirst du antworten? Er sann vor sich hin, aber es wollte ihm nichts einfallen. Ich muss ein wenig üben, dachte er, nahm den Hirtenstab, stülpte seinen alten Filzhut darüber, das sollte den Edelmann darstellen, trat auf den Stock zu und grüßte. Guten Abend, Herr. Guten Abend, Johann. Was macht der bunte Bock? Oh, der ist schlimm dran. Die Wölfe haben ihn gebissen und in Stücke gerissen. Wölfe? Gibt es hier Wölfe? Jäger, sag, hast du Spuren von Wölfen gesehen? Nein, das geht nicht, dachte Johann und begann erneut. Guten Abend, Herr. Guten Abend, Johann. Was macht der bunte Bock?
Oh, der ist schlimm dran. Er fiel in den Sumpf, ging unter mit Kopf und Rumpf. In den Sumpf? Ja, wo in aller Welt gibt es auf meinem Land einen Sumpf? Nein, das taugt auch nicht, dachte Johann und begann zum dritten Mal. Guten Abend, Herr. Guten Abend, Johann. Was macht der bunte Bock? Oh, der ist schlimm dran. Er streckte alle Viere. Aus ist es mit dem Tiere. Er ist verendet. So hast du ihm das Fell abgezogen. Nein, schrie Johann laut, plötzlich erbost über sich selbst. Es geht nicht mit der elenden Lügerei. Als er am Abend heimkam, warteten beide Edelleute schon auf ihn und passten ihn am Tor ab. Guten Abend, Herr, grüßte Johann kleinlaut. Guten Abend, Johann. Was macht der bunte Bock? Oh, der ist gut dran. Ich hab ihn euch geklaut und schenkt ihn meiner Braut. Bei diesen Worten duckte sich der Schäfer, denn er erwartete, dass jetzt ein Hagel von Schelte und Prügel über ihn hergehen würde. Aber nichts von alledem. Sein Herr lachte, dass es über den Hof schallte, legte dem Verdutzten freundlich die Hand auf die Schulter und sagte, nun, so behaltet ihn als Hochzeitsgeschenk. Und dann schenkte er den jungen Leuten noch die 1000 Taler, die er gewonnen hatte, so dass sie sich ein kleines Häuschen bauen und heiraten konnten und sorglos und glücklich lebten bis an ihr Ende.